Willkommen zurück bei Fallout Shelter. Ja, Leute, wir haben immer noch Bewohner im Ödland und wir werden sie natürlich nicht über Nacht vergessen und sie zurückholen. So, wir haben die Aufgabe geschafft. Super duper. Sammel die Sammeln erstmal. So, wir haben wieder einen neuen Bewohner. Sehr, sehr schön. Und wieder ohne Haustier. Irgendwie funktioniert das immer noch nicht. Also, wir brauchen hier erstmal Anthony. Das ist gut. Hier haben wir das. Und das. Sehr, sehr schön. Ja, irgendwie funktioniert das immer noch nicht, dass wir also nur noch Bewohner mit Haustieren aufnehmen. Wir haben jetzt hier nochmal William, wieder zwei Jungs. Ja, wir müssen mal in die Statistik gucken, wie es jetzt aussieht. Aber als erstes werden wir jetzt hier einmal gucken. Wir haben... Das haben wir jetzt geschafft. Sehr, sehr schön. Töte 7 Maulwurfsratten ohne Waffe. Wie soll man das denn machen? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht, wie man das dann machen soll. So, da wollte ich gar nicht gucken. Hier. Wir gucken mal. Da, da, da. So. Du da, Raymond. Hat, ja, ne? Nicht gerade wirklich sehr, sehr viel zu bieten, der Gute. Wir stecken ihn als erstes mal in die Schule. Dann kann er noch ein bisschen lernen. Mal gucken, wo wir ihn, ja, hin verteilen, ne? Wir gucken jetzt gleich mal nach unseren, Bewohnern im Ödland, wie es ihnen geht. Aber vermutlich geht es ihnen ganz gut. So, er freut sich, das ist, sehr, sehr gut. Und hier die beiden laufen um die Wette. Sieht auch schon ganz gut aus. Er da auch. Gucken wir. War er das jetzt? War das die Musik, dass er aufgetaucht ist oder dass er verschwunden ist? Gute Frage, ne? Ich glaube, dass er verschwunden ist wieder. So. Wir müssen das hier noch aufwerten, auf jeden Fall. Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall noch deutlich mehr. So, komm, wir gucken jetzt erstmal hier. Er erkundet noch, ist jetzt auch Scott Miller. Ist jetzt auch 4 Stunden unterwegs und wir holen ihn auch zurück, dass er nicht über Nacht ja, im Ödland bleiben muss. Das wollen wir nicht. Er hat zwar noch ein bisschen Reserve, aber eben, wie gesagt, nee. Das, die anderen kommen ja sowieso. Die sind ja schon auf dem Rückweg. Also, alles gut. Hier. So. Das sieht erstmal alles soweit ganz gut aus. Nur, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Strom. Wir sind zwar noch im grünen Bereich, aber naja, ne? Also da sollte sich noch ein bisschen was tun. Wir sollten das auf jeden Fall nochmal verbessern. Aber eben, wie gesagt, im Moment ist das, glaube ich, so nicht möglich, ne? Hier bekommen wir noch ein bisschen was dazu. John Walker, wie geht es dir? John Walker geht es soweit ganz gut. Er ist, ja...
gut dabei, kein Problem. Ne? Und hier haben wir Brian Sanders. Sieht genauso glücklich aus, ist sogar noch ein bisschen glücklicher. Das ist hervorragend. Wir lassen sie einfach noch ein bisschen hier sortieren. Ja. Klappt schon. Na, hier haben wir nochmal. Da wollte ich jetzt gar nicht hin, sondern hier. So. Sammeln wir ein. Ja, als nächstes Strom. Strom und die Werkstatt dann wieder, ne? Nur das Kraftwerk ist so mega, mega teuer, ne? Wir gucken gerade mal. Hier, ne? Wow. Das funktioniert im Moment auf jeden Fall nicht. Da müssen wir noch ordentlich sparen. Sparen, sparen, sparen. Ja, klappt aber. Ist noch im grünen Bereich. Alles, alles gut, alles schön. Erstmal dumm, dumm, dumm. Sehen wir ihn jetzt. Damit hätten wir dann zum Beispiel schon mal ein bisschen Geld zusammen, wenn wir mal finden würden wieder. So viele Räume, ne? Ist das jetzt schon echt schwer. Hier irgendwen zu finden. Ich glaube, er stand im Fahrstuhl. Oder war das das Kind? Das kann natürlich auch sein. Keine Ahnung, kann ich nicht genau sagen. So, soweit erstmal gut. Sammel weiter. Du hast ja jetzt noch gar nichts, ne? Komm, du kriegst noch diese Pistole. Dann haben wir sie dir erstmal gegeben. Hat er zur Not ein bisschen was zumindestens, ne? Neue Waffen sind im Anmarsch, dauert aber halt noch, ne? Das, ja. Gucken wir mal. Nee, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Wollte ich gar nicht 600 Kronenkorken. Immerhin. Guck, da haben wir einen gut gelaunten Mitarbeiter. Motivierende Bilder ist schon gut, ne? Soweit. Hier haben wir auch nochmal Strom. Das ist hervorragend. Dann sieht das Ganze auch schon wieder ein bisschen besser aus. Feuer, komm, das kriegt ihr wohl hin, ne? Seid da eigentlich... ja, das sollte jetzt nicht das Problem werden. Denke ich mal, das kriegt ihr hin. Hier ist sonst alles gut. Hier soweit auch. Das Feuer gelöscht bekommen sie wohl, denke ich mal. Ja. Sollte nicht so schwierig sein. Ne? Ihr da. Ihr kriegt das hin. So. Du bist auch... Mal gucken, haben wir jetzt irgendwas Schöneres? Das ist ein Mädchen vom Land, ne? Warum sowas S3 und das ist S4, ne? Militärbekleidung. Was ist das hier? S2, förmliche Kleidung. S1, S3, Militär, hier. Du bekommst auch so einen Militäranzug und du da... haben wir noch so einen Militäranzug? Gefechtsrüstung? Ja. Peter Davidson, der gehört da gar nicht hin, ne? Er hier. Er hat überhaupt kein S und ist trotzdem da. Komm, haben wir nicht jemanden anders noch? Wir haben doch hier irgendwen, der schon mehr S hat, oder? Denke ich mal.
Das sollte doch, glaube ich, kein Problem sein. Was hast du denn hier? Naja, nicht auch nicht wirklich. Madame hier unten. Ja, siehst du, so hier. Nee, das sollte jetzt eigentlich so nicht sein. Gleich mal wieder hoch. Dumm, dumm, dumm. Sehen wir ihn. Da steht er. So, sehr, sehr schön. Haben wir ihn gefunden. Du darfst da mal hin. Und er geht wieder eine Etage nach unten, oder? Hier warst du, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Und Madame hier, wir holen... Er war das hier, ne? Peter Davidson, genau. Du kommst da erstmal raus. Kommst hier hin. Und Madame geht hier rein. So. Da hatten wir jemanden, der da überhaupt nicht hingehört. Einfach mal reingesteckt, sehr wahrscheinlich. Weil wir gerade ihn so übrig hatten. So sieht's vermutlich aus. So, dann gucken wir gleich mal nach einer vernünftigen Kleidung. Sie ist ja sowieso schon gut in S. Ne, hier. Dann lassen wir das mal aus und haben wir noch irgendwas? Ja, Gefechtsrüstung, Lederrüstung, Söldner. Nee, das machen wir nicht. Wir geben ihr Gefechtsrüstung hier. So, dann haben wir das verteilt. Gucken wir noch mal, was hat sie denn hier an? Du bräuchtest ja irgendwas. Wir hatten doch hier, glaube ich, noch. Oder? Ja, Unteroffiziersuniform. Hier. Dann haben wir so langsam bald alle in weiß gekleidet. Jetzt haben wir hier noch dieses eine Outfit. Das ist dieses Bibliothekars-Outfit oder so, ne? Die gute Evelyn, ja. Aber das ist eben, wie gesagt, das ist so gut. Das werden wir auch nicht austauschen. Ne. Das lassen wir ihr. Hier hat noch einer gut trainiert. Sehr, sehr schön. Aber wir haben sie jetzt alle schon mal einheitlich so ein bisschen auf Krankenstation. Hier haben wir noch unser super-duper-Outfit, den Adeligen, ne? Er trägt es einfach nur so. So, unser Strom, er erreicht auch langsam wieder Normalwert. Das ist hervorragend. Dumm, dumm, dumm. Sehen wir nochmal. Wäre ja ziemlich genial. Sammeln auf jeden Fall ein. Hier haben wir nochmal Stufenaufstieg. Das ist auch gut. Da ist er weg. Oha. Kriegt ihr das hin, ihr beiden? Das wäre ziemlich gut, wenn ihr das schaffen könntet. So, vielleicht. So, strengt euch an. Wo ist er denn jetzt? Ach so. Weg. Einmal. Zweimal. So. Dann haben wir hier nochmal Stufe.
So, haben wir eigentlich irgendwas Einheitliches für P? Dass wir hier unsere Leute auch mal ein bisschen einheitlich kleiden könnten, wäre ziemlich schick, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Hier fehlt sowieso noch jemand, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Irgendwer noch für P, der gerne möchte? Wen haben wir da? Achso, da haben wir ein Kind. Was haben wir da? Jetzt haben wir wieder das Kind. Was bist du denn hier? Du wärst zum Beispiel P. Wollen wir dich nehmen? Gucken wir weiter. Das auf jeden Fall, sie auf jeden Fall nicht. Und er hier auch nicht. Also du bist, ja. Sollen wir nehmen? Was haben wir denn hier unten noch? Nee. Und hier auch nicht. Und hier auch nicht. So, hier ist jemand schlau geworden. Bist du denn vielleicht P? Nee, erst recht nicht. Sie auch nicht. Na, dann machen wir das doch so. Dir nehmen wir die Katze weg. Und, du gehst jetzt arbeiten wieder. Kommst mal hier hin. So. Dann haben wir dich jetzt hier verteilt. Und wir sollten hier echt mal gucken, auch irgendwas finden, was wir allen anziehen könnten. Achso, das ist unser Clown, der gehört dazu. Das ist klar. Hier. Was haben wir denn hier an? Du hast Ödland-Sanitäter, okay. P1 ist jetzt nicht so die, ne? Tja, lassen wir es erstmal. Da haben wir noch nichts Einheitliches gefunden, was wir ihnen anziehen könnten. Vielleicht können wir mal irgendwann mal was herstellen. Wäre ja nicht schlecht. So, Stufe, Stufe, Stufe. Hier auch. Hier natürlich auch noch. Sehr, sehr gut. Ja. Hier haben sie ja, glaube ich, auch alle Militärkleidung an, ne? Soweit. Aber wir haben jetzt auch, glaube ich, nicht mehr, ne? Ne. Naja, ist egal. Dann müssen sie so erstmal klarkommen. Wir könnten es hier auch noch mal gucken, aber egal. Lassen wir erstmal so. Strom. Sehr, sehr gut. Sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Soweit. Ich würde nur mal gerne gucken, das ist mega teuer auch, ne? Da müssen wir jede Menge noch verkaufen und jede Menge noch sammeln. Und vermutlich dann irgendwann auch mal anfangen, die Quest zu lösen. Ne? Was ist das jetzt hier eigentlich? Ah. Haben wir noch jemanden, der ein bisschen A braucht vielleicht? Du da? Oder einer hier? Du da vielleicht? Was bist du denn hier? Nee, stopp. Stopp, stopp, stopp.
Wollte ich gar nicht. Jetzt wechseln die beiden hier wieder. Das sollte aber gar nicht so sein. Ah. So. Wollte eigentlich nur wissen, wer hier was ist. So, du könntest aber tatsächlich noch ein bisschen trainieren gehen. Sie ist so von allen ein bisschen, ne? Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Hier, du gehst auch noch mal trainieren. So. Du da. Ja, kann auch ein bisschen hier bleiben. Ist kein Problem. So weit, so gut, ne? Hier. Also, es sieht alles nicht schlecht aus. Solange wie wir jetzt nicht wieder überfallen werden von irgendeiner, ja, Invasion von diesen Monstern, läuft es, ne? Es sieht gut aus. Dumm, dumm, dumm. Sehen wann irgendwo stehen. Wäre sehr, sehr schön wieder mal. Ne. Aber ich sehe ihn nicht. Hier nicht, da nicht. Da ist er weg. Soweit. Nicht schlimm. Was ist mit der Gesundheit los bei uns? Wir gucken mal, ob wir noch jemanden heilen müssen. Die müssen sich selber heilen zur Not. Hier. Gucken mal. Jerry Baker hat ein ganz kleines bisschen Verstrahlung abbekommen. Das ist nicht schlimm. Er kommt heim. Also ihm können wir nicht helfen. Sonst sieht das alles sehr, sehr gesund aus. Das ist hervorragend. Haben wir keinen verletzt oder irgendwas. Ja, die beiden müssen das halt durchstehen. Das ist gut. So, na, ihr drei. Aber ihr schafft das. Denke ich mal, kein Problem. So, wo haben wir eigentlich, wir sollten jetzt mal langsam wieder auch mal John Walker oder hier Brian, den könnten wir jetzt eigentlich auch mal wieder, obwohl, ja, so viel hat sich hier auch noch nicht getan, ne? John Walker, ja, wir warten bis morgen und dann bringen wir hier einen wieder oben an seine Position, dass sie vielleicht die Nacht über nochmal so ein bisschen im Lager wilde Gule. Wir wollten es gerade sagen, ne? Komm hier. John Walker. Zack. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Also, auch wenn er es jetzt nicht ganz sofort dahin schafft, kriegen sie aber, glaube ich, hin, die beiden. Sie wissen ja, was zu tun ist eigentlich. Loskommen. Er hat sogar noch pünktlich geschafft. Also, sollte wirklich kein Problem sein, diese Viecher da. Oh, da kommt doch tatsächlich wieder einer durch. Das ist doch nicht wahr. So. Haben sie es geschafft? Ist okay. Komm, dann retten wir euch mal eben. Einmal. Das wollte ich nicht. Hier. So. Gucken wir mal, der gute Preston. Und wo ist er? Ach, guck, er steht jetzt schon wieder hier. Na, John Walker ist schnell. Na, so eine kleine Aufgabe nebenbei, die erledigt er ratzfatz. Das ist kein Problem für ihn.
So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sammeln einfach noch ein bisschen weiter. Wir werden heute weiter sammeln. Wir werden heute auch keinen mehr losschicken, glaube ich. Irgendwie irgendwas zu machen oder so. Wir gucken mal hier. Wir gucken einfach mal. Helfen. Achso, da müssen wir Stufe 33. Verdammt schwer. Begrenzte Zeit. Achso, das ist das, dieser Kronkorkenblues. Belohnung. Hier bekommen wir überhaupt keine Belohnung oder was? Das hier klingt natürlich interessant, aber ist natürlich auch sehr, sehr stark. Das machen wir nicht. Diese Sachen, das ist schon wieder sehr, sehr hoch. Nee, komm, machen wir heute nicht. Aber wir müssen es langsam mal riskieren, ne? So. Ich meine, dann zur Not nehmen wir dann wirklich irgendwie hier John Walker mit. Und der schafft das dann auch. Auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, die beiden vielleicht. Ich meine, Preston ist jetzt auch schon so gut, dass er das auch alleine schaffen würde, wenn wir hier noch jemanden nehmen. Vielleicht, dass die beiden mal auf eine Mission gehen und noch irgendjemanden mitnehmen vielleicht. Das könnten wir jetzt auch schon mal riskieren. So. Sonst sieht es erstmal gut aus. Ich wollte eigentlich hier hin. Ich wollte mal gucken. Peter Davidson. Ach so, na. Er läuft da einfach nur so rum. Ja, er könnte Küche kochen oder sowas. Da ist er gut. Gucken wir mal. Wir wollen ja noch einen Garten hier haben. Also vielleicht stecken wir ihn auch dahin. Im Moment lassen wir ihn einfach da. Nahrungsmittelmangel haben wir im Moment nicht. Und wir haben dann hier keine Ratten, ne? Das ist dann auch ganz gut so. Euch geht's jetzt gut, ne? Ja. Klappt. Kein Problem. Ach so, die Nachtpölter, die ziehen wir euch beiden dann an, wenn die beiden wieder da sind. Die haben ja gesammelt, glaube ich, ne? Nochmal. Dann haben wir unser Tonstudio voll besetzt. Und dann die restlichen Schlafanzüge verkaufen wir dann auch. Also wir werden da nicht mehr so viel sammeln von hier die beiden noch. Vielleicht machen wir es dann auch nochmal in dem Friseursalon. Obwohl, nee, da brauchen wir es ja auch nicht mehr. Das macht ja hier dieser Roboter von sich aus. Ne, da können wir ja nur Leute reinstecken und der macht dann eine andere Frisur. Ne? Das machen wir aber in der nächsten Folge, denke ich mal. Ich denke mal, wir werden jetzt gleich in eine kurze Pause gehen. Unsere Leute sind auf dem Rückweg. Wir müssen jetzt sowieso noch ein bisschen Geduld haben, bis die wieder da sind, denke ich mal. Ja, die brauchen noch alle eine ganze Weile. Ich denke mal, die werden wir dann morgen einsammeln können. Und es geht allen Leuten soweit ganz gut. Das ist sehr, sehr schön. Wir gucken mal, ob wir den gerade noch sehen. Und dann werden wir für heute erstmal uns hier zurückziehen. Ne? Ich meine, so das Aufseher-Dasein. Da ist er weg. Haben wir nicht gesehen. Schade. Aber Leute, wir machen jetzt hier eine kurze Pause. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.